Coach Oyamas TV-Auftritt, die wichtigsten Punkte sind kurz, knackig zusammengefasst mit der Frage, wie viele Stunden schläft er am Tag, und in der Tat, er hat es uns beantwortet, ich betone, er hat es uns beantwortet. Am 6. Oktober erhielt ich einen Anruf von Coach Oyama höchstpersönlich, ich natürlich direkt in den nächsten Flieger Richtung Japan geflogen, war mit ihm zu einem Geschäftsessen verabredet, wir haben zusammen Sushi gegessen, er hat sich leider verschluckt, aber er hat euch, Detektiv Conan Fans, eine Dying Message hinterlassen, diese werdet ihr gleich hören vor dem Intro. Das waren seine letzten Worte. Ich bin raus. Viel Spaß mit dem Video. I sleep 3 hours a day. Yes, nice. I like Detective Conan. Very good. Bye. Conan war, Leute, was geht ab? Ich bin's Kaidoake und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem neuen Detektiv Conan Video. Detektiv Conan ist in Japan sehr populär, das dürfte mittlerweile jeder mitbekommen haben. Und so ist es auch dem geschuldet, dass Detektiv Conan oft in den Medien einen Auftritt verbuchen darf. Nicht nur Detektiv Conan, ab und zu mal haben wir das Glück, dass sich das Genie hinter dem Ganzen zeigt, nämlich der Mangaka selbst, Gosho Aoyama. Am 8. Oktober war es soweit, er hatte einen TV-Auftritt in der Nino Sun Show. Nino ist praktisch der Showmaster und dort sind wieder einige brisante Informationen gefallen. Manche Sachen wussten wir schon, aber es gibt auch viele neue Sachen. Ich fange jetzt einfach mal mit den wichtigsten Sachen an, betreffend Detektiv Conan. Unter anderem, was sehr, sehr interessant ist, gibt es jeden Monat ein Treffen, ja, mit Gosho Aoyama und seinem Team, also mit seinen gesamten Assistenten, wo die sich über 12 Stunden austauschen, ja, Informationen austauschen, das wird wahrscheinlich so eine Art Brainstorming sein, wo die dann im Endeffekt entscheiden, welche Tricks sie verwenden können und welche Motive, ja, sie dem Mörder dann geben können. Das ist doch mal eine krasse Sache, ja. Jeden Monat ein über 12-stündiges Brainstorming, einfach nur um Kreation, um Ideen zu sammeln, die man dann natürlich auch in Detektiv Conan einfließen lassen kann. Denn die Sache ist, es gibt schon über 300 Tricks in Detektiv Conan. 300 Sachen wurden angewandt, um einen Mord zu begehen, um einfach nicht aufzufliegen. Und wenn wir jetzt mal überlegen, 300 verschiedene Tricks. Natürlich gibt es immer so ein paar Parallelen, aber man kann trotzdem sagen, sie sind dennoch unterschiedlich. Das ist so eine krasse Leistung und eine einzelne Person kann das gar nicht alles alleine schaffen. Deshalb braucht er natürlich auch ein sehr, sehr gut aufgestelltes Team, was er hat, was ihm dabei unterstützt, hilft. Denn jede Person hat natürlich andere Einfälle. Umso mehr Leute man hat, umso mehr Einfälle hat man dann. Und natürlich im Endeffekt als Produkt kann man dann auch viel mehr raushauen. So, des Weiteren wurde bekannt, dass Gosho eine sehr, sehr gute Beobachtungsgabe hat. Ich denke mal, das ist sehr klar. Er hat ja auch mal in anderen Interviews gezeigt, dass er auch sehr, sehr viel liest. Das ganze Wissen über die Polizei, über die Geheimorganisation und so weiter und so fort kommt natürlich auch zum Teil von ihm selbst. Ja? Das heißt, er muss sich das ganze Wissen einfleischen, er muss sich das gesamte Wissen aneignen, anlesen, um uns das dann weiterzugeben. Ja, das ist auch nochmal eine coole Sache, wie man das Ganze dann auch leicht verständlich erklärt. Manchmal sind ja die Thematiken doch etwas schwieriger zu verstehen, gerade bei dem Klientel, was es bedient. So, dann eine Sache, die wissen wir schon, er schläft 3 Stunden am Tag. 3 Stunden am Tag schlafen, als könnte man natürlich dagegen argumentieren, ist es denn wirklich ausreichend, ist es zu wenig und so weiter und so fort. Diese Diskussion möchte ich nicht einbringen. Ja, es gibt Menschen, die kommen mit weniger Schlaf zurecht, es gibt Leute, die brauchen einfach mehr Schlaf. So kann man das einfach klipp und klar, ganz kurz und knapp sagen. Des Weiteren hat er nur 4 private Stunden in der Woche zur Verfügung. Das heißt, 4 Stunden, wo er seiner Freizeitbeschäftigung, keine Ahnung, etwas Privatsphäre hat, wo er sich vielleicht mal sich auf Toilette ersetzt mit einem Buch, ja, nichts mit Detektiv Conan macht. Das ist auf jeden Fall eine krasse Sache. 4 Stunden pro Woche, Leute, ja. Das sind ein paar Minuten am Tag. Das ist mega krass wenig. Und er hat gesagt, dass er relativ selten rausgeht. Er liebt unter anderem auch das Matsuya Curry. Ich werde euch bestimmt mal so ein Bild einblenden oder euch einen Link zu irgendeinem japanischen Amazon reinstellen, dass ihr euch das kaufen könnt. Dann müsst ihr das wahrscheinlich beim Zoll abholen und 20 Euro bezahlen. Aber egal, Gosho Aoyama mag es, wir müssen es auch mögen. Ab und zu mal, ja, geht er raus und guckt Baseball. Baseball ist also auch ein Sport, den er sehr, sehr interessiert. Er hat also Gefallen an diesem Sport gefunden. Des Weiteren sagt er auch, dass er nie Zeit hat, verständlich bei 4 Stunden pro Woche, ja, die ihm selber zur Verfügung stehen, dass er nicht so gerne ins Kino geht, sich die Filme anguckt, sondern eher die DVD benutzt, ja, also eher auf Home-Kino, Home-Entertainment ausweicht. Das war's im Großen und Ganzen, auf jeden Fall sehr, sehr coole Sachen.
Man sagt immer Gō Shōyama, das Genie hinter Detective Conan, und im Endeffekt muss man ihm die ganzen Credits gutschreiben. Die Sache ist aber, es gibt natürlich auch viel, viel mehr Leute, die eigentlich auch so ein bisschen untergehen in den gesamten Hype, die auch einen sehr, sehr großen Anteil an Detective Conan haben. Darüber sollte man nachdenken. Aber ich denke mal, das ist überall so. Das sollte auch jedem klar sein, dass kein Mensch alleine alles schaffen kann. Nein, ein Mensch braucht ein Team, worauf er sich verlassen kann. Ein Mensch braucht einfach Unterstützung, ja? Denn, Leute, und deshalb sollten wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um das Unerreichbare erreichbar zu machen. Das war's. Ich hoffe, es ist wieder euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaito Akai.